Genau, als nächste Gruppe kommt eine Gruppe, die sich mit Stimmen beschäftigt. Und was das genau meint, das können euch am besten Aragorn, Frederik, Jonas, Marie und Mathilda in alphabetischer Reihenfolge erzählen. Bitteschön. Hallo, heute stellen wir euch den N-Aggressator vor. Ihr kennt doch bestimmt dieses Gefühl von Wut, Hass, Frustration oder Hilflosigkeit. Hilflosigkeit. Unser ausgehendes Problem war das schwache Selbstbewusstsein Kinder und Jugendlicher oder Erwachsener, auch die Aggression der Jugendlichen bzw. Erwachsenen, die halt stetig steigt aufgrund von Angst, Frustration, eben die Punkte, die ich gerade genannt habe. Hier sehen wir eine normale Ausbruchsphase und die wird durch den Endaggressator verhindert. Also das wäre dann sozusagen die Kurve mit dem Endaggressator. Genau. Ja, das Ziel bzw. die Funktion von dem Endaggressator ist so gesehen die Aggression loswerden durch Schreien, lautes Rufen oder durch generelles Lärm erzeugen. Und man sollte mit Hilfe des Endaggressators auch das Selbstbewusstsein stärken und ja. Hier sieht man die Hardware, die wir benutzt haben. Also unsere Hardware bestand aus ganz vielen Kabeln, drei LEDs, einem Mikrofon und einer Arduino Mega. Und das Zusammenbauen dieser Hardware hat ziemlich Spaß gemacht, aber war recht friemelig. Jetzt erzähle ich noch etwas über die Software. Wir haben in C++ das Programm geschrieben und das über die IDE von Arduino. Und hier seht ihr noch einen Teil des Codes. Also bei dem Design haben wir uns überlegt, dass wir das in so ein Alpaka machen. Das seht ihr hier auch. Also wir haben hier dieses Gesicht haben wir im 3D-Drucker gedruckt und hier diesen Kasten im Lasercutter und ja. Als wir es gebaut haben, kamen wir über viele Probleme. es gab technische Probleme, zum Beispiel hat das Mikrofon nicht immer gewollt oder wir hatten in der Software irgendwelche Befehle übersehen. Ja, wir wollen uns jetzt noch bei allen Mentoren, die uns geholfen haben, das hier zurechtzubauen, bedanken und wir hoffen, euch hat die Präsentation gefallen und falls es noch Fragen gibt, ruft zu uns her. Ja, können wir versuchen. Wir geben mal das rum und ihr könnt ja mal versuchen reinzurufen. Vorsicht. Ja? Nein. Ins Mikro schreien wäre, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, manche würden danach erstmal für eine halbe Minute nichts mehr hören und das wäre blöd für die nächste Gruppe. Ich berichte mal für den Stream. Also, Tobias ruft jetzt ganz oder schreit jetzt ganz laut rein ins Mikro.
Und wir gucken mal, ob der Endaggregator die LED-Farbe wechselt. War nicht laut genug. Das war nicht laut genug, genau. Das ist immer der Vorführeffekt. Es hat noch nicht ganz geklappt. Wir versuchen es nochmal. Mann, ey! Ja, diesmal. Super! Vielen, vielen Dank. Das war eine... super, Julian und Tobias haben auf alle Fälle ganz große Aggression abgebaut.